Ja, diese Woche im Europäischen Parlament geht es los am Dienstagmorgen um 9 Uhr mit einem Update über die Verhandlungen zur Entfernung terroristischer Inhalte aus dem Netz. Die EU-Kommission würde dazu gern auch Upload-Filter einsetzen, was wir natürlich unbedingt verhindern wollen. Und morgen um 9 Uhr im Innenausschuss gibt es dazu ein Update. Am Nachmittag geht es weiter mit einer Anhörung zur Vorratsdatenspeicherung. Und zwar ganz konkret in Dänemark haben falsche Vorratsdaten dazu geführt, dass eine zweistellige Anzahl von Menschen verurteilt und hinterher wieder freigelassen werden mussten. Und da wollen wir wissen, wie kann das dazu kommen, dass falsche Vorratsdaten dazu führen, dass unschuldige Menschen hinter Gitter gekommen sind. Mittwochnachmittag um 3 Uhr haben wir ein Event, ebenfalls wieder zu der geplanten Verordnung zur Verhütung terroristischer Inhalte online. Und da wollen wir mit Experten darüber sprechen, wie Journalismus geschützt werden kann vor dem Löschen von Berichten zum Beispiel über terroristische Anschläge und wie die Ausnahmen gestaltet werden müssen von dieser Verordnung, damit sie nicht mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Ja, und am Freitagnachmittag darf ich auf der CPDP sprechen, eine Datenschutzkonferenz, und mit anderen diskutieren zum Thema AI und die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf Flüchtlinge, auf Flüchtende und Migration. Das wird eine spannende Diskussionsrunde und eine spannende Woche. Und ja, ich freue mich, wenn ihr Interesse habt, gerne dazukommt oder mit zuhört.